Kollege Philipp Amthor für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Wiedergutmachung des Unrechts des Nationalsozialismus ist für uns nicht nur in diesen Tagen, sondern seit der Konstituierung und seit der Konstitutionalisierung unseres Staates eine originäre Verpflichtung, und dass darüber Einigkeit herrscht und dass wir deswegen großmögliche Offenheit für Einbürgerungswünsche von Nachfahren von NS-Opfern haben müssen, ist ein gutes, ein notwendiges, ein gemeinsames Zeichen dieser Debatte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es ist wichtig, dass wir uns, um Klarheit in dieser Frage zu gewinnen, eben auch den Geist der Verfassung zu dieser Frage vor Augen führen. Über Artikel 116 Absatz 2 des Grundgesetzes ist heute schon verschiedentlich gesprochen worden. Es war eine ganz bewusste Entscheidung der Mütter und Väter des Grundgesetzes, dort einen Anspruch auf Wiedergutmachungseinbürgerung für die Opfer des Nationalsozialismus zu verankern. Und dabei liegt dieser Norm 116 Absatz 2 des Grundgesetzes eben das klare Verständnis zugrunde, dass die Ausbürgerungsmaßnahmen des NS-Regimes Unrechtsakte par excellence und damit von Anfang an nichtig waren. Und dieser unerträgliche Widerspruch zur Gerechtigkeit, wie man es in der Radbruchschen Formel formulieren würde, dieser unerträgliche Widerspruch muss aufgelöst werden. Aber schon damals war den Müttern und Vätern des Grundgesetzes klar, dass das nicht allein in zwei Sätzen in der Verfassung gehen wird, sondern dass es dafür auch eine nähere Präzisierung geben braucht, dass wir eine praktisch handhabbare Spezifizierung dieses Wiedereinbürgerungsanspruches brauchen. Dass das aktuell ist, haben wir gesehen in den Zahlen, über die wir diskutiert haben, von 43 Anträgen in 2015 auf 1.500 Anträge in 2018, auch bedingt durch das Brexit-Referendum. Aber für uns ist klar, und auch wenn hier ein Widerspruch scheinbar aufgezeigt werden sollte, für uns ist klar, wir wollen auf diesen gestiegenen Anspruch reagieren, und wir wollen das auch mit einer handhabbaren Lösung tun. Und ich will Ihnen sagen, genau das hat das Bundesinnenministerium mit seinen Erlassen zur Auslegung von § 14 des Staatsangehörigkeitsgesetzes auch getan. Denn wenn hier behauptet wird, es gebe keinen gesetzlichen Anspruch auf Wiedereinbürgerung, dann ist das falsch. Die Erlasse selbst sind nicht die Grundlage der Wiedereinbürgerung, sondern sie konkretisieren § 14 des Staatsangehörigkeitsgesetzes. Und ich will deutlich machen, wir haben einen gesetzlichen Anspruch, und das ist auch gut so. Hier einen Widerspruch zu erwecken, führt in die Irre, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und nun ist ja der Vorschlag der Opposition, mit einem neuen § 15 des Staatsangehörigkeitsgesetzes einen gänzlich neuen Wiedereinbürgerungsanspruch zu schaffen. Eine neue Norm. Und das wird hier dann verkauft als weitergehendere Lösung, als größeren Gewinn für die Betroffenen. Ich will aber sagen, auch nach dem Eindruck der Anhörung, die wir im Innenausschuss hatten, das ist kein Gewinn für die Betroffenen. Diejenigen, die als Nachfahren der Opfer des Nationalsozialismus wieder eingebürgert werden wollen, für die ist die Frage nicht entscheidend, ob das indirekt über das Verwaltungsinnenrecht passiert oder direkt durch einen neuen Anspruch, sondern entscheidend ist, dass es passiert. Und genau dafür haben wir eine schnelle Regelung getroffen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es ist wichtig, dass unsere Lösung nicht nur schneller ist, denn die Erlasse des Bundesinnenministeriums gelten jetzt schon seit einem halben Jahr, während wir hier noch diskutieren, sondern sie ist auch rechtssicherer. In der Anhörung des Innenausschusses haben die Verwaltungsrechtsprofessoren Heilbronner und Kluth das ausdrücklich erklärt. Die Regelung, die Sie vorschlagen, schafft nämlich einen neuen auslegungsbedürftigen Rechtsbegriff in § 15 des Staatsangehörigkeitsrechts. Und das führt erstmal nicht zu mehr, sondern zu weniger Rechtssicherheit. Denn Sie werden Verwaltungsverfahren haben, in denen Verwaltungsgerichte in 16 Bundesländern diesen neuen Rechtsbegriff neu auslegen müssen. Und das finden wir nicht überzeugend, sondern wir knüpfen an einen schon jetzt bestehenden gesetzlichen Anspruch an in § 15. Das ist schneller, das ist rechtssicherer. Und das ist der richtige Weg für die Praxis und auch für die Betroffenen, weil er konkret hilft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und für uns ist entscheidend,
Wie müssen wir hier reagieren? Es geht nicht um die Frage Erlass oder Gesetz, und es geht auch nicht nur um Gesetzestechnik, sondern es geht darum, dass wir eine Lösung brauchen, die verantwortungsvoll ist, die schnell ist, die rechtssicher und einheitlich ist und die unserer historischen Verantwortung gerecht wird. Und genau das hat die Bundesregierung mit dem Bundesinnenministerium vorgelegt. Das ist der richtige Weg, und dafür treten wir ein, liebe Kolleginnen und Kollegen.